Grußfreunde! Der Einsatz der verschiedenen Maschinenpistolen hatte gezeigt, dass die Pistolenpatrone 08 mit ihrer schwachen Ladung und der daraus resultierenden schlechten Flugbahn nur eine Munition für kurze Entfernungen war. Vom Waffenamt wurden zwar verschiedene Versuchsentwicklungen gefördert, eine neue Munition wurde aber abgelehnt. Die Firma Rheinmetall Borsig hatte 1927 bereits eine Kurzpatrone 8x42,5 entwickelt und dazu auch ein Selbstladegewehr vorgelegt. Diese Waffe, Gewehr 28 genannt, war 1240 mm lang, besaß einen seitlich arbeitenden Kniegelenkverschluss und wog ohne das 20 schüssige Magazin 4,5 kg. Zu einer Kurzpatrone 7,75x40 baute 1934, 1935 die Firma Vollmer bereits mehrere Waffen. Diese mit M35 bezeichneten Gewehre waren 960 mm lang und besaßen einen 400 mm langen Lauf. Obwohl diese 4,2 kg schwere Waffe, im letzten Modell bereits Maschinenkarabiner genannt, bei allen Erprobungen vorzüglich abschnitt, wurde sie vom Waffenamt abgelehnt. Zu dieser Zeit arbeitete auch die RWS, Rheinisch-Westfälische Sprengstoff AG, an einem Versuchsauftrag des Waffenamtes, ein optimales Kaliber für Infanteriewaffen zu finden. Es ergab sich eine Kurzpatrone 8,15 x 46 mm. Die Firma Walter hatte mit dem DWM zusammen die Patrone 7,5 x 40 entwickelt und dazu eine automatische Waffe vorgeschlagen. Aber auch dieses Projekt wurde abgelehnt. Von der Infanteriekommission setzten sich aber doch einige Leute durch und es entstand bei der Firma Polte aus einer Pistolenpatrone 7,9x30 nach und nach die Maschinenkarabinerpatrone 7,9x33. Am 18. April 1938 hatte die Firma Hähnel bereits den Auftrag erhalten, zu dieser Munition eine automatische Waffe mit einer Wirkungsschussweite von 800 Meter zu entwickeln. Nachdem die Firma Walter im Dezember 1940 inoffiziell ebenfalls einen Vorschlag eingereicht hatte, erhielt sie im Januar 1941 auch einen Entwicklungsauftrag der sogar über 200 Waffen ausgestellt war. Bei Haenel hatte man nur 50 Stück bestellt. Während aber Hugo Schmeißer bei Hänel in Sul einen sehr einfachen Kippriegelverschluss konstruiert hatte, ging man in Zeller Melis bei Walter von dem Drehriegelprinzip aus, das man bereits bei dem Selbstladegewehr A115, ein Vorläufer des G41 W, verwendet hatte. Die komplizierte Gaskolbeneinrichtung mit dem zweifach angebohrten Lauf machte später auf das Waffenamt auch keinen guten Eindruck. Hänel ließ seine Blechprägeteile bei den über große Erfahrungen verfügenden Märzwerken in Frankfurt fertigen und lieferte im Juni 1942 die 50 Waffen ab, von denen 35 sofort in den Truppenversuch gingen. Walter hatte durch die verspätete Auftragserteilung benachteiligt zu dem Zeitpunkt erst zwei Waffen fertig. In der Erprobung erwies sich die Hennel-Waffe als robuster und bedienungsfreundlicher. Walter hatte beispielsweise den Sicherungshebel an der rechten Seite der Waffe angebracht. Der Wählhebel für Einzel- oder Dauerfeuer befand sich jedoch auf der linken Seite. Man musste nun immer herumfingern bzw. im kalten Wetter. Wenn das wegen der Handschuhe schlecht möglich war, immer nachsehen, was eingestellt war. Bei der Händel-Waffe lag der Sicherungshebel so auf der linken Seite, dass er leicht mit dem Daumen zu bedienen war. Darüber befand sich ein durchgehender und damit von beiden Seiten bedienbarer Druckbolzen für die Schusswahlschaltung. Da sind einige Gründe, warum sich das Waffenamt für die Fertigung des MKB 42 von Händel entschied. Die Firma Erma, anscheinend um ihre Produktion MP40 fürchtend, arbeitete ebenfalls, wenn auch inoffiziell, an einem Entwurf. Ein Abschluss bzw. eine Vorlage beim Waffenamt ist aber nicht nachweisbar. Hitler hatte aber nun von der Truppenerprobung erfahren und forderte wegen der neuen Munition die sofortige Einstellung aller Arbeiten an dieser neuen Waffe. Man ließ jedoch die Produktion weiterlaufen. Als Deckmantel lief ja seit dem Juli 1942 bei der Firma Gustloff die Entwicklung eines Maschinenkarabiners für die normale Gewehrpatrone. Diese mit einem Zweibein versehene Waffe wog ohne das vom MG-13 stammende 25-schüssige Magazin 4,4 Kilogramm. Außer dem im Dezember 1942 abgelieferten Muster wurde nichts weiter produziert. Auch der neue Entwurf, der mit seiner Bezeichnung MKB-43G wiederum Hitler täuschen sollte, wurde nicht weiter verfolgt. Bei der Firma Haenel verbesserte man im Frühjahr 1943 das Gaskolbensystem. Da man Hitler nun einen Maschinenkarabiner für die Gewehrpatrone, den oben erwähnten von Gustloff vorlegen konnte, nannte man die Waffe mit der Kurzpatrone einfach MP43 und hoffte, Hitler würde das als Maschinenpistole ansehen. Es war jedoch nicht zu vermeiden, dass die Wahrheit ans Licht kam und wieder sollte alles eingestellt werden. Man konnte Hitler lediglich die Zusage abbringen, dass 30.000 Waffen fertiggestellt werden durften. Erst im September 1943, es waren bis dahin rund 14.000 Waffen geliefert worden, gelang es, Hitler aufgrund der von der Truppe eingegangenen Erfahrungsberichte zu überreden, mit der MP43, trotz der neuen Munition, die MP40 zu ersetzen. Ein erster größerer Einsatz erfolgte dann Ende Oktober 1943 bei der 93. Infanteriedivision im Nordabschnitt der Ostfront. Im März 1944 wurde nach kleineren Änderungen die Waffe dann in MP44 umbenannt. Aber erst im Juli 1944, das Waffenamt hatte bereits über 80.000 Waffen erhalten, als einige Divisionskommandeure im Führerhauptquartier Hitler persönlich ihre Ansichten über diese wirkungsvolle Waffe vortrugen, wurde die Produktion unter besonderer Dringlichkeit gestellt und erhielt dann im Dezember den Suggestivnamen Sturmgewehr. Die in Blechprägetechnik gefertigte Waffe benötigte 10,9 Kg Rohmaterial und wog ohne Magazin 4,5 Kg. Das mit 30 Schuss gefüllte Magazin wog zusätzlich 0,87 Kg. Bei einer Länge von 935 mm entfielen auf den Lauf 412 mm. Verschossen wurde die Pistolenpatrone 43, die man später in Kurzpatrone umbenannte. Sie war 48 mm lang und wog 16 Gramm. Das 26 mm lange Geschoss von 8 Gramm wurde durch eine Treibladung von 1,5 Gramm auf eine Mündungsgeschwindigkeit von 685 m pro Sekunde beschleunigt. Die theoretische Schussfolge lag bei 7 bis 8 Schuss pro Sekunde. Als Richtpreis die Waffe wurde bei den Firmen Henel, Sauer, Steyr und Walter gefertigt, waren 1944 je Waffe 66 Reichsmark festgelegt. Die Produktion des Maschinenkarabiner 42. In 1942 116 Stück, 1943 11.717 Stück Sturmgewehr, also MP43 und 44 1943 19.501 Stück 1944 281.860 Stück, 1945 124.616 Stück. Zusätzlich wurden 1942 vom Waffenamt 70 Stück zur Truppenerprobung abgenommen, die man aber nicht zur Serienfertigung zählte. Der Maschinenkarabiner wurde ab November 1942 geliefert. Im September 1943 hat man dann, da die Auslieferung des Sturmgewehres ab Juli 1943 erfolgte, diese Fertigung eingestellt. Vom Maschinenkarabiner 42 hatte die Firma Henel übrigens fast 67% gefertigt. Aus der obigen Produktion hat das Heer 7215 Waffen abgegeben, darunter 4320 an die Luftwaffe, 2069 an die Kriegsmarine und 17 an das Ausland. Wie bei jeder Fertigung wurden auch hier nicht immer alle vorgestellten Waffen abgenommen. So wurden im ersten Halbjahr 1944 3709 Waffen abgelehnt. Die Zahl sank dann aber im zweiten Halbjahr auf 1815 Stück. Bei der Munitionsversorgung sollte sich Hitlers Furcht zum Teil bewahrheiten für die anfänglich geplanten 200 Millionen Schuss je Monat waren 86.000 zusätzliche Arbeitskräfte notwendig. Es gab sie aber nicht. Die ab Februar 1944 geplanten 400 Millionen Schuss je Monat waren völlig utopisch. Ab Februar 1945 wurde die Zahl dann auf realistische 110 Millionen reduziert. Geliefert wurden bis Anfang März 1945 die folgenden Mengen in Millionen Schuss. Pistolenpatrone 43 Kurzpatrone 1942 9,7 1943 23,4 1944 579,4 1945 209,5 Davon gab es Anfang März 1945 noch einen Nachschubvorrat von 69,6 Millionen und 273,9 Millionen bei der Truppe. Am Sturmgewehr konnte übrigens außer dem Zielfernrohr ZF4 auch das ZF1229, ein Vampir genanntes Infrarot nach Zielgerät, verwendet werden, von dem die Firma Leitz 310 Stück geliefert hatte. Der auf das Gewehr aufzubringende Zielaufsatz wog mit dem 1,5 zu 85 mm Objektiv 2,3 kg. Das als Schultertasche zu tragende Versorgungsteil 13 kg. Ein weiteres Zusatzgerät war der Krummerlauf. Damit konnte man um 30 Grad, um 45 Grad und sogar um 90 Grad um die Ecke schießen. Gezielt wurde mit einem Prismenvorsatz. Die Lebensdauer eines solchen Zusatzlaufes war natürlich sehr begrenzt. Sie betrug für das 30-Grad-Modell knapp 300 Schuss, bei dem 45-Grad-Zusatz aber nur 160 Schuss. Demgegenüber lag die Lebensdauer des normalen Laufes bei 10.000 Schuss. Von dem Gerät ist aber nur der Vorsatz J mit der 30-Grad-Ablenkung, der für die Infanterie gedacht war, in größeren Stückzahlen gefertigt worden. Damit wurden bei Einzelfeuer auf 100 Meter Trefferablagen von 35 x 35 cm erreicht. Dauerfeuer war nicht möglich. Der Schütze konnte die Waffe nicht im Ziel halten. Vom Vorsatz B, der mit 90 Grad Ablenkung zum Beschuss der toten Winkel bei Panzerfahrzeugen vorgesehen war, sind nur etwa 200 Stück gefertigt worden. Ein vereinfachtes Sturmgewehr mit unverriegeltem Verschluss legten im Herbst 1944 die Firmen Gustloff und Großfuß vor. Es wurde abgelehnt. Von einem Neuentwurf dem STG H bei der Firma Henel, MP45 genannt, ist trotz der begonnenen Kleinserie nur noch ein Muster erprobt worden. Eine bessere Lösung schien das Gerät 06 der Firma Mauser zu sein. Stark entfeinert wäre es in der Hälfte der Zeit herstellbar gewesen. Nachdem man vier Waffen erprobt hatte, wurde es zum Gerät 06H geändert. Unter der Bezeichnung STG-45-M wurden noch 30 Waffen begonnen, aber nur noch wenige fertiggestellt. Dieses Sturmgewehr war 895 mm lang, hatte einen 400 mm Lauf und wog 3,7 kg. Das neuartige System für den Verschluss findet sich im automatischen Gewehr G3 der Bundeswehr. Mauser hatte übrigens damals ein gekürztes Magazin mit 10 Schuss erprobt, von dem nur noch zwei oder drei erhalten sind. Der Grund: Das 30-Schuss-Magazin stand etwa 260 mm über die Schussachse hinaus und das war in gewissen Kampfstellungen nicht gerade deckungsfreundlich. Der letzte Entwurf von Mauser, das Gerät 08, sollte die normale Gewehrpatrone verschießen, ein Muster ist aber nicht mehr fertig geworden. Ein sogenanntes Volkssturmgewehr wurde von der Firma Gustloff in kleiner Stückzahl gefertigt. Ein Auftrag über 4000 Stück lag vor. Diese Waffe war 880 mm lang, hatte einen 400 mm Lauf und wog 3,1 kg. Sie war für den Volkssturm gedacht. Nachweisbar sind noch zwei Entwürfe vom Spreewerk in Grotau, bei denen die P38 Produktion lief. Eine Produktion ist aber nicht mehr angelaufen. Pläne des Chefs der Heeresrüstung sahen übrigens vor, das Schwergewicht bei den Handwaffen auf das Sturmgewehr zu verlegen. Dabei sollte die Produktion des K98K auf 20.000 und die des K43 auf 90.000 je Monat begrenzt werden. Die Ausbringung des Sturmgewehres sollte man bis Ende 1945 auf 195.000 je Monat steigern. Im April 1946 sollte die Truppe dann über 1,38 Millionen Sturmgewehre verfügen. Aber nicht einmal die Planzahl für den März 1945 wurde erreicht. Anfang März befanden sich einschließlich der 819. Wieder instand gesetzten Waffen, 242.031 Stummgewehre bei der Truppe und 1703 in den Zeugämtern. Bei dieser Planung hätte aber die ohnehin problematische Munitionsversorgung noch mehr gelitten. Die im Februar 1945 produzierten 100 Millionen Schuss entsprachen noch 410 Schuss je vorhandene Waffe im Monat. Die Planzahl für April 1946 mit 373,5 Millionen hätte aber für die dann vorgesehenen Waffen nur einen Vorrat von 270 Schuss bedeutet. Das wären 9 Schuss am Tag gewesen. Nun das Sturmgewehr war eine bedeutende Leistung der deutschen Konstrukteure auf dem Gebiet der Handwaffen. Das ist am besten an der heutigen Verbreitung dieser Waffen zu sehen, vor allem an den bekanntesten Waffen dieser Klasse die Kalaschnikow AK und ihre verschiedenen Ableger. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Bis zum nächsten Video. Tschüss.